Ja, der muss da weg, das ist wichtig. Okay, der da hinten muss natürlich auch weg, das ist klar. Hier scheinen alle zu rauchen und Kaffee zu trinken. Hier hinten. Okay, der hat gerade seine Ziese weggeworfen, der Chinese. Nee, der raucht immer noch. Ich gucke mir das jetzt alles ganz genau an. So, jetzt ist er fertig. So. Frage ist jetzt, der bleibt da stehen, der Vogel. Und der da hinten auch. Seid ihr bald mal fertig? Ach, der holt schon die nächste Zigarette raus. Also hier ist wirklich... warte mal. Also ich müsste eigentlich... ich müsste eigentlich durch dieses Loch da. Und ihr seht, es ist ein kleines Problemchen dabei. Punkte einsehen. Was soll das denn? Warum soll ich meine Punkte einsehen? Warum sollte ich das jetzt? Nur weil ich hier bin, So, der steht immer noch da hinten. Warum steht der da die ganze Zeit? Und warum steht der, der Bulle und der Chinese hier die ganze Zeit? Der zündet sich eine nach der anderen an, voll der Kettenraucher, Digga. Wahrscheinlich muss ich mich hier verziehen, damit da irgendwas sich ändert. Warte mal kurz. Was ist denn mit dem anderen da drüben? Da kümmere ich mich doch erstmal um den. Warte mal, ich müsste mal kurz gucken. Ich verwechsel mal diese beiden Buttons. Das tue ich auch bei bei Hogwarts Legacy. Herausforderungen. Okay, ich möchte mal kurz. Brandverkauf. Doppeltes Recht ergibt Recht. Ich habe den doch gerettet. Momente des Glücks. Unfall. So, ein Mangel an Manieren in der Öffentlichkeit ist schockierend. Okay, also der Typ scheint zu pinkeln. Und schockierend erinnert mich an gegen einen Elektrozaun pinkeln. Ja, ist so. So, also da steht ein Typ. Wenn die allerdings dann die ganze Zeit stehen, wo sie ihre Dinge tun, ne? Dann weiß ich nicht, wie ich die... die müssen ja erstmal weg, dass ich das, was da ist, manipulieren kann. Okay. Ich will ausschärfen, was? So, da ist ein... Warte mal, da... Warte mal. Was soll das? Warum ist der da? Okay. Also, ich habe gerade was, Okay, was ist mit dem? Ach so, wenn ich das C4 scharf machen würde, könnte ich ihn da in die Luft sprengen. Aber weißt du, der Einfachheit halber.
Okay, das ist dann vielleicht jetzt kein Signaturkill, aber weißt du, komm mal her, mein Guter. Ach nee, da passt nichts mehr rein. Okay, alles klar. Haben wir denn hier vielleicht noch irgendwo eine? Ja, da hinten war noch eine Kiste. Da wollte ich mich ja vorhin drin verstecken. Stimmt ja. Na komm, dann. Ciao, Digga. So. Der zweite Vogel ist im Sack. Den haben wir erledigt. So. Warte mal. Nein. Ich komme langsam mit der Steuerung durcheinander. Ich sollte Feierabend machen. Wenn ich jetzt, die Verkleidung hier kann ich nicht mehr nehmen. Okay. Was ist das denn hier für eine Verkleidung? Lass mal sehen. War auch Chinamann, ne? Nö. Ich bin Polizei. Ich hab Polizei. So. Immer wenn dieses Hallo kommt, denke ich, mich hat jemand auf dem Schirm, ne? Merkst du selber. So, die Frage ist ganz einfach mal, wenn ich jetzt da hinten hergehe. Hallo? Okay, also man entdeckt so langsam. Das ist ja das Ding, weshalb. Oh, ich könnte den erdrosseln. Bitte halten Sie Abstand, hat er gesagt. Okay. Das ist ja der Grund, weshalb also Let's Play von solchen Spielen wie diesem hier eigentlich vielleicht keine so absolut geniale Idee ist, weil man entdeckt erst nach und nach die verschiedenen Wege, Dinge zu tun. So. Unter Umständen. Hallo. Oh, sag mal, bewegt er sich auch noch mal, der Vogel da hinten? Warte mal. Kann ich hier vielleicht irgendwo? Also ich möchte keine große Katastrophe anstellen. Wenn ich jetzt hier. Okay. Das wird vielleicht ein bisschen blutig werden, aber es ist mir egal jetzt. Ich will da jetzt einfach mal ein bisschen mir Freiraum schaffen, weißt du? Ja. Das ist hier doch der Ausgang, ne? Metal, Leute. Ach so, ja. Er versteckt seinen Kaffeebecher, damit ich ihm nicht wieder Kleingeld reinwerfe. Ja, geil. Digga. Ja. So. Birdie? Birdie, du Ratte, wo bist du? Er versteckt seinen Kaffeebecher. Du schuldest mir einen Kaffee, Arschloch! Metal. Was haben die alle für Gesichtshaut, die Jungs? Er ist mit diesem Cowboy weg. Ganz übler Zeitgenosse. Aua. Wir wollten in die Innenstadt, glaube ich. Der fährt den alten Bus. Ich hätte Angst, dass der auseinanderfällt, so wie der aussieht, Digga. Das ist mal sowas von. Aber er ist halt wirklich ein richtig cooler. Hä? Ich muss tun, was zu tun ist. Diese Ratte!
Okay, Mr. Wade. Was wollen Sie eigentlich? Das Mädchen finden oder jemanden abknallen? Diese Ratte. Die Zeit läuft. Alter, diese Ratte. Diese absolute Ratte. Ich sag doch, solchen Leuten kannst du nicht vertrauen, solchen Informanten. Handgemenge 1, verbessert die Reaktionszeit im Nahkampf. Das kann ich gebrauchen, glaube ich. Nächste Stufe ermöglicht es, 47 Ziele schneller ruhig zu stellen. Das ist beides sehr, sehr schön. So, kontrollierte Atmung erhöht die Stabilität von Scharfschützengewehren. Ja, ich brauche mehr Scharfschützengewehre. Ich will mehr Scharfschützengewehre. Scharfschützengewehr ist mein Ding eigentlich, meine. Und noch mehr. Habe ich so viele Punkte gemacht, Digga. Erhöht die Laufgeschwindigkeit von 47 um 2%. Oh ja, okay. Noch einer. Werfen erhöht die Wurfreichweite leichter Objekte. Wie Menschen zum Beispiel. Noch einer. Waffenhandling verkürzt die Ladezeit aller... Sag mal, ist es Weihnachten? Alter, ich bin ein Schatten. Ja, die Nacht durchflattert. Ja, also ich glaube, diese Runde ist ganz gut gelaufen. Es hätte noch besser laufen können. Wir hätten die Signaturkills auf die beiden anderen Vögel anwenden können. Ich würde jetzt gerne Feierabend machen, aber es ist leider noch nicht der Fall, dass ich das kann. Aber es kommt jetzt wahrscheinlich erstmal eine Zwischensequenz, die ich dann noch reinschneiden kann. Dann ist die Aufnahmesitzung auch mal vollendet. Ich muss hier auch aufpassen, weil nur 15% haben für dieses Spiel letztes Mal gestimmt. Und ich habe schon so viel Vorlauf für andere Spiele, wie zum Beispiel halt New Vegas und so weiter und so fort. Und meine Plattenkapazität ist nicht unbegrenzt. Spendenlink ist in der Beschreibung. Ich brauche einen neuen Rechner, ich brauche Neues von allem. Also, neue Festplatte habe ich gerade. Danke mal nach Regensburg. Hallo. Eieiei, guck dir das an. Ja. Oh, geil. Wäre ja schön, wenn man die Waffen alle auswählen könnte, wenn man die alle hätte, aber man hat sie ja nicht alle. So, weiter. Oh, wie schön. Midi-Core. Ja, geil, so voll geschissener Anzug. Nee, also mittendrin ist noch ein guter Anzug. Ja, natürlich. Den hat Birdie für uns extra dahin gehängt und seinen Tauben gesagt. So nicht scheißen. Ohne die Kinder. Ich wünschte, ich hätte sie auf den Ausflug begleiten können. Er hat einen Jesusfisch an der... Ah, er ist ein Priester jetzt. Rosenholz. Nicht Brennholz. Diana Brennholz. Sie sind es. Da bin ich aber froh. Victoria ist krank. Kaum geht es aufwärts da. Da atmet sie plötzlich nur noch ganz flach und die Ärzte wissen nicht, was ihr fehlt. Ihre Kette. Ach so, die liegt auf der Kommode. Der Verschluss war kaputt. Ich habe das ist übrigens keine Kette, das ist ein Band. Es ist einfach nur ein Strick. Hat irgendjemand gefragt? Nein. Sie sind hier. Ich muss Victoria hier wegholen. Jesus. Ich aus der Platz im Haus. Im Keller würde ich sagen. Dann gehen Sie dorthin. Ich komme mit Victoria nach. Ja, natürlich. Oh Gott, möge uns beistehen. Get well, Victoria. Komm. Gloria, Victoria. Dram, dram, dram. Ach so, ich habe wieder Kontrolle. Sie sind zurückgekommen, wie Sie es gesagt hatten. Ja. Ich hatte solche Angst. Alter, Honk und das Rülps am Start. Ich hoffe, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Ich gehe einfach mal geradeaus oder um die Ecken oder so. Sag mal noch was, Mädel. Es ist langweilig hier. Sind das Schüsse? Shit. Leise. Ich habe Diana versprochen, auf dich aufzupassen. Hab ich. Genau. So, was los? Was ist das da für ein schönes Bild? Die Kinder malen so hässliche Sachen. Ich habe immer nur schöne Sachen gemalt.
So wie Vincent van Gogh war ich, als ich als Kind gemalt habe, weißt du? Da kommt ein Fahrstuhl. Da kommt ein Fahrstuhl. Er hat auch eben irgendwas mit RB gezeigt. Der Spiel. Sag ich doch. Dann guckt ihr das an, da. So ist Wayne eben. Der Kerl mag's gerne blutig. Das macht ihn an. Vermutlich wurde er deshalb noch nie geschnappt. Er setzt immer noch einen. Wait, der alte Wadenbeißer. Eine Cutscene. Wieder mal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Fahrstuhl et Lichtausfall et Stromausfall. Amen. Alter, da fällt gleich mal die Decke runter. Strom wieder einschalten. Schwester Mary wartet im Keller. Dort treffen wir uns. Aha. Okay. Ja, wäre ja zu schön. Alter, was sehe ich da? Hä? Na los, gehen wir. Wir müssen das Mädchen finden. Alter! Die machen ihn ganz schön fertig. Tja, wenn wir sie nicht finden, reißt Wade uns allen den Arsch auf. Arsch auf. Mal raus, was sie haben. So. Aha. Er wird angerufen. Ja, ja, wir nehmen hier alles auseinander. Er wird aufgerufen. Noch keine Spur. Keine Sorge, wir finden sie schon. Ja, mach ich. Hältst du mal die Schnauze! Jetzt muss ich nur noch einen Platz finden. Warte mal, verkleiden. Zwar gefällt mir die Jesuskutte ganz gut, aber wir fallen hier vielleicht ein bisschen sehr stark auf mit dem Chamäleon 1 von 2. Loswerden! Ach! How convenient, dankeschön! So! Wisst ihr was, meine Lieben? Ich begebe mich noch einmal kurz runter auf den Fahrstuhl und mach noch mal eine Abmoderation. Nicht nach oben. Ah, fuck. Ich vergesse das immer. Okay. Möp, möp. Ist das ein scheiß Geräusch? Ich glaube, ich suche mir doch lieber einen besseren Ort, zum einen schöneren Ort zum Abmoderieren. Meine Güte, dieser Alarm macht mich... Macht mich fuchsig. Ihr wisst alle, ne? Also die Leute, die hier schon länger sind, die Leute wissen, dass ich ein lärmempfindliches Kerlchen bin. Ich gehe mal hier so rein. Lass uns doch mal sehen, wie viel Abschaum sich hier so rumtreibt. Also die machen hier die Nonnen kalt. Ich glaube, es hackt. Digga. Ich bin kurz davor, wirklich den ganzen Laden aufzuräumen. Ich meine... Punkte hin oder her, ne? Ist scheißegal. Die machen hier die Nonnen kalt. Du hättest ihn sehen sollen, Mann. Hat sich angepisst. Ein erwachsener Mann. Krass, oder? Ja, wenn du mich fragst, hat er den Tod. Du hast ihn ziemlich zugerichtet. Das kannst du laut sagen. Da liegt auch noch eine Nonne. So, und die haben jemanden zugerichtet, bis er sich eingepisst hat. Alter, was ist hier los? Da ist ein Feuerlöscher. Oh, eine Sicherung. Geil, wir haben das Einsatzziel schon zu... Warte mal. Ich muss mal gucken. Also. Birdy hat Victoria verkauft, um sein eigenes Leben zu retten. Drecksau. Zum Teil verstehe ich ihn. Nein. Die Sache war nie sein Kampf. Ich werde mich später um ihn kümmern. Im Moment zählt nur das Mädchen. Ich muss zu ihr, bevor Wade sie irgendwo in Sicherheit bringt. Das heißt Wade. Niemand wird mich daran hindern. Ich beiße in die Wade. Ich bin jetzt ein Wadenbeißer. So, Sicherungen beschaffen. Stromausfall, wahrscheinlich durchgebrannte Sicherungen. Sogar das Gebäude fällt mir in den Rücken. Ich muss mich konzentrieren, meinen Instinkt unterdrücken, zu kämpfen. Jetzt zählt nur Victorias Sicherheit. Verdammt sollst du sein, Diana. Brennholz. Ja, Burnwood heißt Brennholz. Du verlangst zu viel von mir. Sicherung, die benötigen, bla bla bla. Sicherung beschaffen, vierte Sicherung beschaffen. Auf vier Sicherungen, fuck die Henne. Alter. So, wir gucken nochmal hier. Ja, wir haben schon eine Ruhigstellung am Start, aber die wurde ausgeglichen durch Verstecken.
Herausforderungen. Chameleon. Rosewood-Wächter. Wir brauchen eine Rosewood-Wächter-Verkleidung noch, um das Beweissammler-Infiltrator. Ja. Victoria Station. Also Victoria Station. Anzugpflicht. Ja. Waisenhaushallen, Zentralheizung. Guter Samariter. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wache gerettet. Wir sollten die Wache retten. Okay. Ohne Sicherung. Alle Sicherungen gesammelt, ungesehen. Bei niemandem sollten die Sicherungen durchbrennen. Ja. Ballspiele. Unten ist immer überfüllt. Gegner verstecken im Bällebad. Ja, geil. Konfrontationsziel eliminiert. Rücken Sie die Dinge wieder ins rechte Licht. Was auch immer. Der Söldner. Vollenden Sie Rosewood. Subtile Injektion. Aha, man soll einen wahrscheinlich mit einer Spritze töten. Okay, subtile Injektion. Alles klar. Warte mal, nochmal gucken. Halt. Falscher Knopf. Ja, ich muss Pause machen und Feierabend und so. Der Kaffee macht mich langsam ein wenig schwummrig, ja. So, ja, nö, das ist gut. Alles klar. Problem ist jetzt, ich werde das alles nochmal machen müssen, wenn ich nächstes Mal starte, aber also diese, alles, was ich hier in der Klinik gemacht habe, wahrscheinlich, weil ich hier keinen, warte mal, das mache ich noch. Was stehst du hier noch rum? Jeder Sache nach. Ja, ich glaube, dass war jetzt ein bisschen dumm. Ja, das war ein bisschen dumm. Jetzt kann ich auch gleich sehen, wo es das nächste Mal dann wieder weitergeht. Wahrscheinlich am Fahrstuhl, ne? Ja. Lad mal. Hügelchen. Ja, ich sag dann schon mal, ciao mit FFP Fahrstuhl oder fuck, das ist mal schief gelaufen. Die Sache läuft völlig aus dem Ruder, Mann. Und bis zur nächsten Folge, wann auch immer die kommen wird. Vergesst nicht, nächsten Monat von diesem Moment an am 1. abzustimmen. Dann wird ab dem 10. eure Stimme umgesetzt. Also das Spiel, wenn ein Spiel über 75 oder 75% plus hat, dann wird es täglich kommen. Also sorgt dafür, dass dieses Spiel hier, wenn es euch gefällt, was ich hier mache, sorgt, dass das Spiel 75%+ bekommt. Dann kommt es täglich. Dann muss ich sehen, wie ich mit den anderen weiterkomme. Also, ciao mit F wie Fuck. Ich hab's mal wieder verkackt. Tschüss.